Glück auf, meine Freunde des Klötzchenspiels. Einfach mal das mal mitnehmen. Wir haben halt echt nicht mehr viel von dem Zeug, ne? Genau, Tuff. Oh, das mache ich später. Ich mach jetzt erstmal die Innenausstattung. Ja, ist gut jetzt. Falsch. Richtig. Na komm. Dann habe ich hier noch eventuell, ja, die kann ich auch noch gebrauchen, die kann ich auch noch gebrauchen. Zäune, wenn ich welche brauche, muss ich mir dann noch irgendwie nachcraften, theoretisch. Aber auch nur theoretisch. Dass hier im Wald halt dauernd nichts spawnt, ist irgendwie schon ein bisschen komisch. Es müsste eigentlich dunkel genug sein. Zack. Um hier schön quasi den Eingangsbereich, ne, mit Laminatboden und zumindest so ein bisschen Laminatboden. Dann muss ich gucken, wie ich das hier machen will. Auch die Lampen sind noch nicht so wirklich final. Wobei, warte mal. Es ist symmetrisch, ne? Genau, es ist symmetrisch. Hier kommt ja so eine kleine Lagerecke hin. Aber erstmal will ich das. Hier sollen dann Werkbänke hinkommen. Theoretisch ist hier so ein bisschen ums Eck. Das heißt, die Crafting Bench. Die kann langsam mal sich irgendwo anders hingesellen und zwar hier in die Ecke rein. Und jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Machen wir das einfach so hier. Beziehungsweise, das ist so ein bisschen doof. Wir könnten es auch so machen. Bup, bup, bup. Beziehungsweise, das geht bis hier. Und die Werkbank, die geht dann bis hierhin. Hier ist halt noch ein etwas größerer Bereich, weißt du, wo man noch ein paar Sachen drauflegen kann. Hier in der Mitte kann auch noch eine kleine Werkbank errichtet werden, theoretisch. Nee, so ist es ein bisschen falsch. Hier nochmal, genau. Machen wir einfach hier gegenüber dann. Wir haben hier dann quasi genügend Arbeitsplätze quasi, wo man werkeln kann. Ich bräuchte noch so eine Säge. Wobei Sägen, das Sägewerk, also die Sägevorrichtung soll ja draußen gebaut werden. Die will ich ja gar nicht hier drin haben, sondern draußen. Dann kann dann hier schon mal, weißt du, hat man erstmal hier so ein Bap, Bap, Bap für Rohholz. Das ist ein bisschen eng. Da ist noch sogar schon ein bisschen was vorbereitet ist und dann kann man dann hier daneben noch was ich hier in die Ecke. Habe dann hier so quasi das Lager für Bretter. Zumindest, dass man hier das, bevor es dann irgendwann ins ganz große Lagerhaus kommt. Habe dann erstmal da ein kleines Zwischenlager geschaffen. Fackelt da, müsste eigentlich auch noch mal. Und da müsste eigentlich auch noch so ein Fenster rein, oder? Oder mache ich die einfach dann Dreier groß? Das ist jetzt die Frage, ne?
Erstmal hab ich jetzt hier so eine. Weißt du, so eine Lagerdings, so eine Arbeitsstätte quasi. Theoretisch müsste ja noch irgendwie so Frames hängen, Item-Frames, wo man so ein paar Werkzeuge reinhängt. Leder müsste ich ja noch da haben. Dann gehe ich noch mal ganz kurz noch mal nachschauen, wie es aussieht mit was wollte ich gerade holen? Glas. Wie sieht es denn erstmal aus mit Item-Frames? Könnte ich noch welche bauen? Sag mal 3 Stück. Meh. Ja, alles gut. Die Metalle habe ich jetzt hier drin, alles klar. Ich brauche genau 9 Stück davon. Für 9 Äxte. Stöcke habe ich ja noch dabei. Dann gucken wir mal. Wie viel kann ich jetzt schon mal daraus machen? 2 Stück. Dazu fehlt mir noch ein bisschen was. Noch ein Sofa hier. Noch ein Sofa, Alter. Ein Sofa. Ein Säufon. Und dann mit den 3 Äxten hat dann quasi alle von den Arbeitern, von den Werkstattmitgliedern, die quasi intern arbeiten, dann auch ihre, na, sag schon, ihr privates Werkzeug, das quasi immer da rausholt und dann kann man es dann sofort quasi nutzen, die Axt, ne, das sind ja quasi Holzwerker, also da es noch keine Sägen gibt, muss es erstmal die Axt tun. Die Steinsäge, die will ich auch nochmal verwenden, aber nicht für das, was aktuell da gerade ist, weißt du, sondern eher dann für das Sägewerk dann draußen. Auch da, warte mal, ich habe auch drüben ein Crafting Table. Von daher ist es ja egal. Von daher ist es ja egal. Es ist komplett wurscht. Einmal Türchen auf. Zack. Dann, das hängen wir einfach mal. Wo hängen wir es hin? Na, ah, vom Platz her passt jetzt gar nicht hin, ne? Machen wir es einfach hier hin. Weißt du? So, Crafting Table ist hier hinten in der Ecke. Fast vergessen gehabt. 3 Äxte. Zack, 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 zack. Die muss so schön da hängen hier. Genau. Da haben wir dann immer für jeden Mensch hier drin das passende eigene Werkzeug. Und dann überlege ich, ob ich noch ein bisschen das Ganze vergrößern will. Du kannst nochmal weg, genau. Auch du kannst nochmal weg. Nee, komm, ein anderer Track bitte, der ist scheiße. Also jetzt irgendwie ab und zu mal. Kann man sich den mal gönnen, aber jetzt nicht die ganze Zeit. Einfach noch ein bisschen Fläche ausschließen. Das ist ein Schwein. Ich dachte gerade, das wäre ein Monster gewesen. Weil ich halt bloß die Steps höre, ne? Denn die Tiere machen ja nicht immer Geräusche, auch wenn sie es ja können. Also gerade so ein Schwein macht ja in der Regel auch Geräusche. Ich warne dich. Treib's nicht zu bunt. Du Drecksau. Das ist doch so eine Drecksau. Alter, ich denke halt wirklich, dass da was kommt, ne?
Einfach weil ich das Wissen habe, dass es in Wäldern dunkel genügend, dunkel genug ist, dass das was spawnen kann. Ich warne euch, treibt es ja nicht auf die Spitze. Überspannt den Bogen nicht. Sonst spanne ich meinen. So, das muss alles noch ein ganzes Stück tiefer, ne? Oh, Alter. Und zwar ein ganzes Stück tiefer. Ja, wie machen wir das jetzt hier? Schön entlang hauptsächlich. Das war zu, glaube ich, schon zu tief, ne? Oder ist es. Nee, es ist noch. Stimmt, ich muss noch einen tiefer. Ja, genau. Alter, wie weit man halt einfach diesen Leuchtturm sieht. Den Fackelpenis. Der ist halt wirklich echt gewaltig groß. Wie so ein Leuchtpenis ja auch sein sollte. Das sollte ja auch groß sein. Der muss ja auch auf große Distanzen Leute anziehen können. Ne? Logischerweise. Gut, dann muss man jetzt. Ach, jetzt noch ein ganzes großes Areal freischaufeln. Oh. Ja, so ungefähr, dann reicht es auch schon. Ja, so ungefähr, ne? Genau so ungefähr. Mal schön hier entlang noch ein bisschen. Dann haben wir es auch gleich. Dann haben wir es auch gleich, ne? Die Hamas. Sollte der ein oder andere ein Begriff sein. Aber für den Stein habe ich bald keinen Platz mehr. Scheiße. Wegen diesen ganzen Blumen. So ein Bullshit. Fällt mir gerade was ein, und zwar das Bündelsystem. Das hatte ich auch noch nicht erwähnt gehabt in den letzten Minecraft-Folgen. Wo es um Verbesserungen ginge. Und zwar, warum man nicht einfach. Das ist so mein Hot Take dazu. Man könnte ja auch einfach das normale Backpack-System, was es ja schon als Mod gibt, theoretisch nutzen. Was einfach viel besser ist als diese komischen Scheißbündel da. Also die sind ja wirklich komplett für den Arsch. Einfach weil die Funktionsweise halt überhaupt nicht so das Ding ist, wie man es gerne hätte oder haben müsste. Zwar kann man ja in so ein Bündel ja nur 64 Items reinpacken. Das kann ein ganzer Stapel sein. Das kann aber auch theoretisch 64 verschiedene Items sein. Gut, in dem Falle ist es erfüllt es den Zweck quasi, also einen besseren Zweck als der Rucksack-Mod. Aber theoretisch kann man ja auch beides einfügen, indem man einfach sagt, okay, es gibt einmal den großen Reiserucksack, weißt du, und dann gibt es das kleine Bündel. Dass man Bündel nur für Items nutzen kann, dass man quasi sich sagt, okay, ich habe ja einen Haufen Blumen und den ganzen Bullshit, das packe ich da alles rein. Dann lässt man an sich sonst den ganzen anderen Rucksack dann quasi für Blöcke nutzt. Oder wie, keine Ahnung, sowas wie ein ganzer Stapel Erde zum Beispiel. Oder Cobblestone, Kies oder was auch immer man gerade farmt. Das wäre halt noch so eine Idee, die ich dann noch hätte dazu. Dass man quasi beide Systeme nimmt
und die einfach dann maximal kombinieren kann. Was einfach ein tausendmal besseres Endergebnis mit sich bringt, als das, was aktuell gerade im Vanilla im Spiel drin ist. Nur um das mal so gesagt zu haben. Aber das ist halt nicht so wirklich das Gelbe vom Ei, ne? Und das Gelbe vom Ei ist meistens der schöne Teil, der leckere Teil. Das andere ist immer so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ne? Das isst man nur mit, weil man es muss. Und ein bisschen Erde mitnehmen, dann kann ich ja mal, ach komm, die Saatgut braucht kein Mensch, da haben wir so viel Zeug im Lager rum. Das ist gut, dann einmal zurück zum Haupthaus, zum Basislager, aka bloß das ganz große Lager. Und dann muss ich noch mal ganz kurz etwas Tuff besorgen gehen. Für die Mauer, die dann entstehen soll. Dass das Privatgelände auch wirklich ein Privatgelände bleibt. Alter, das wurde ganz schön viel Erde geholt, du. Boah, viel zu viel, theoretisch sogar. So, der Cobblestone. Du kommst auch da rein. Da haben wir wieder eine Birke gefällt. Dann kommst du hier rein. Du kommst mit... Na, nee. Du bleibst mal auf Tash. Die Blume bekommt Bit. Die Saplings behalten wir auch mal. Genau, ha? Junge, es wird gleich dunkel. Du willst nicht auch mal schlafen gehen? Ich weiß, verkaufen und so ist wichtig, Geld machen und so, ja. Aber schlafen ist auch was Schönes. Also so nebenbei, nur mal so gesagt. So, es gibt durchaus Menschen, die schlafen ganz gerne. Da zähle ich auch mittlerweile auch im fortgeschrittenen Alter von 26 Jahren auch dazu. Dass eine schöne, gesunde, lange Mütze Schlaf auch gar nicht mal so ungeil ist. Zumindest... Wenn es die Wahl gibt zwischen arbeiten gehen und schlafen, dann würde ich doch lieber gerne... Also die Wahl ist halt meistens nicht da. Man muss halt gehen. Aber wenn ich die Wahl hätte, ohne Konsequenzen, wohlgemerkt durch fehlenden Lohn oder sowas, würde ich mich, glaube ich, für den Schlaf entscheiden. Einfach weil das gemütlicher und schöner ist. Du kommst hier rein, genau. Aber warte mal, wenn ich jetzt eh... Ich muss ja noch mal ein paar Zäune daraus bauen. Ich Vollidiot. Und vor allem noch mal ganz kurz Tuff holen. Tuff, Tuff, Tuff. Wir fahren in den Puff. Aber noch kein weiterer Besuch da, ne? Das waren jetzt bis jetzt bloß die. Also der Mann mit seinen zwei Lamas. Du hast dein Lama vergessen. Mein Michael. Und irgendwie... Spawn ja auch nie hier, ne? Die Pillager, sie spawnen immer in der Nähe vom Haus. Der Schnee hier irgendwie, der stört halt schon ein bisschen. Ach, hier muss ja auch noch ein bisschen Interieur rein. Da habe ich auch schon so eine grobe Idee. Und zwar, aber da muss ich nochmal gucken, wie genau das gebaut werden soll. Und zwar soll da ja quasi so eine Art Dispositionsbüro rein, dass man quasi das so ein kleines Büro hat, wo man dann ein Regal hat mit ebenfalls wieder beschriebenen, selbst beschriebenen Büchern und so einem besagten Lesepult, wo man dann quasi gucken kann, ne, Tag so und so, einfach mal irgendwelche fiktiven Zahlen reinschreiben, so und so viele Diamanten, eventuell müsste ich auch mal ein paar Erzblöcke so abbauen mit Behutsamkeit, um die oben auszustellen, beziehungsweise unten in dem kleinen Vorraum auszustellen. Und da zeigen kann, guck, hier, das haben wir bereits gefarmt. Das sind unsere wertvollsten Errungenschaften. Und so weiter und so fort. So, wieder ein bisschen Tuff abbauen, denn das brauchen wir jetzt wieder. Es ist unglaublich, dass wir für den Turm da, also für die zwei Türme, da schon wieder so viel Tuff ausgegeben haben. Es ist wirklich geisteskrank. Aber zum Glück sind die Vorkommen ja meistens ziemlich riesig. Das sind auch ein bisschen, was immer bekommt und nicht immer nur solche kleinen Auswüchse von Materialien.
sondern meistens große Auswüchse von Materialien, genau. Riesige Auswüchse von wertvollen Gesteinsarten. Es könnte auch übrigens, wenn man schon bei Verbesserungen sind, auch gerne mal Marmor geben, ne? Das wäre auch, also Marmor wäre schon richtig fett. Aber diese Folge ist auch leider jetzt wieder vorbei. Beim nächsten Mal sehen wir uns gerne wieder. Und bis dahin, gehabt euch wohl und tschüss.